Moin, Servus und hallo Freunde virtueller Bildungsvideos. Mein Name ist Nikita, ich bin immer noch Online-Redakteur der New Finance und ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Learn, unserer Tutorial-Videoreihe für nützliche Marketing-Tools. Letztes Mal haben wir gemeinsam Google My Business angeschaut. Heute geht es um E-Mails, genauer gesagt um Newsletter-Tools fürs E-Mail-Marketing. Das Newsletter-Tool, das wir uns heute anschauen, heißt Newsletter to Go. Und wir schauen einfach mal rein. Bevor wir uns jetzt anmelden, will ich ein paar USPs hervorheben. Nummer 1, wir bekommen hier eine Vollversion eines gut ausgeballten, wirklich gut ausgebauten Newsletter-Tools. Und wenn wir lediglich 1000 Mails im Monat verschicken, hier steht es nochmal sozusagen schwarz auf weiß, wenn wir diese 1000 Mails im Monat verschicken, kostet es uns kein Cent. Ja, nix, nada. Das heißt also, Nummer 1 der USPs, eine kostenlose Anmeldung und 1000 E-Mails gratis pro Monat verschicken. Das ist ein sehr großer Pluspunkt. Nummer 2 ist die Sache mit dem Datenschutz. Der große Vorteil dieses Tools ist, dass die Server in Deutschland stehen. Ja, somit können wir sicher sein, dass alle Richtlinien sowie die EU-Datenschutzgrundverordnung für dieses Tool eingehalten werden. Ein großer Pluspunkt, denn keiner will von uns Abmahnung oder verärgerte Kunden. Und Nummer 3, der Credit Payback. Das ist ein innovatives Belohnungssystem. Und zwar, je höher eure Öffnungs- und Klickraten sind, desto mehr Credits erhaltet ihr zurück. Sprich, je besser euer Newsletter funktioniert, desto mehr Credits erhaltet ihr zurück. Und warum machen die Berliner Jungs von Newsletter to Go sowas? Ganz einfach. Sie wollen damit seriöse Kunden anlocken und keine unnötigen Spam-Verschicker. So, das vorneweg, melden wir uns einfach mal an. Nach dem Einloggen kommen wir also ins Dashboard und das bietet uns eine relativ gute Übersicht über unseren Kontostand, ja, über unsere letzten Entwürfe und Mails, genauso wie über unsere Statistiken. Gehen wir mal kurz die Funktionen durch. Unter den Mailings findet ihr alle Newsletter, die ihr verschickt habt, die noch nicht verschickt wurden, die ausstehend sind oder als Entwürfe angelegt. Unter den Empfängern finden wir unser Adressbuch wieder. Ein interessantes Feature sind dabei die Gruppen. Ja, hier kann man nämlich all seine Kunden kategorisieren und so kann man zum Beispiel eine Gruppe mit Vorstand erstellen, mit aktive Leser, wenn wir nur aktive Leser, wenn wir ein Newsletter verschicken wollen an die Leute, die wirklich unsere Newsletter immer öffnen, oder zum Beispiel wir bewerben ein Produkt X oder Produkt Y. Machen wir einfach Produkt X-Gruppe und legen diese Empfängerlisten als Gruppen an. Und je nachdem, welche Zielgruppe unser Newsletter haben soll, dann kann man diese Gruppe auswählen und muss sie dann nicht später händisch auswählen. Auch nützlich, die drei Arten, die Gruppen bzw. die Empfänger, die einzelnen Empfänger für die späteren Gruppen anzulegen. Und zwar gibt es hier drei Arten. Entweder man hat eine bereits vorhandene Excel-Liste, dann kann man sie hier einfach hochladen. Oder man verknüpft Newsletter to Go mit einem CRM oder CMS-System. Hier hat man eine schiere Auswahl an Systemen, mit dem Newsletter to Go kooperiert, zum Beispiel WordPress unter anderem. Hier kann man dann einfach durch ein Plugin eine Schnittstelle bauen und somit sich Arbeit erleichtern. Oder sogar Xing. Die dritte Möglichkeit wäre natürlich, man stellt einen Praktikanten ein und verdonnert ihn, am ersten Arbeitstag jeden einzelnen Empfänger händisch anzulegen. Und zu guter Letzt, unter den Reports hier oben finden wir alle Statistiken zu unseren Newslettern. Ja, wann wurde er versendet, wer hat ihn geöffnet, Uhrzeit, Klickrate, Conversions, alles hier abzulesen. Da ich noch keinen einzigen Newsletter versendet habe, weil das ein Testaccount ist, wird mir auch natürlich nichts angezeigt. Aber wie legt man denn überhaupt ein Newsletter an? Wir wählen hier neues Mailing an oder unter den Mailings einfach neues Mailing anlegen, ein Einzelmailing auswählen. Und hier haben wir schon die 5 Schritte zum erfolgreichen Newsletter abschicken. So, zuerst müssen wir Empfänger auswählen, ganz klar.
Hier können wir wieder auf unsere Gruppen uns beziehen. Aktive Leser, Produkt X, den Vorstand anwählen, je nachdem, wen ihr erreichen wollt. Wir nehmen einfach mal das ganze Adressbuch, was soll's, ne? Nächster Schritt. Hier können wir unserem Mailing den einen Namen verpassen, was ganz wichtig ist, dass, weil irgendwann habt ihr ganz viele Newsletter oder ganz viele Mailings generell verschickt, dass ihr da einfach nicht durcheinander kommt. Da bald Valentinstag ist, nehmen wir einfach Newsletter, das heutige Datum und Valentinstag, damit wir auch wissen, wann und worum es geht. Der Betreff, das ist die Betreffzeile in den E-Mails. Natürlich können wir hier blumige Grüße, sowas ähnliches schreiben. Oder wir können es personalisieren, und zwar indem wir hier drauf gehen und zum Beispiel einfach häufig verwendet. Da können wir eine formelle Anrede mit sehr geehrter Herr oder Frau, guten Tag Herr oder Frau oder lieber und Vorname. Und das wird dann automatisch gezogen. Wir bleiben bei blumigen Grüßen. Die Absender-E-Mail ist natürlich die meinige. Der Absendername ist natürlich der meinige. Nächster Schritt. Und hier kommen wir auch schon zu den Vorlagen, zu Punkt 3. Wir haben hier ganze zwei Seiten an fantastischen Vorlagen. Entweder Plain-Vorlagen oder thematische Vorlagen, wie für Weihnachten, für den Herbst, für Halloween, für Oktoberfest. Da wir Valentinstag haben, bald zumindest, wählen wir uns auch eine schöne Themenvorlage aus. Nehmen wir einfach mal hier Valentins 3. Ja, das möchte ich auswählen. Und hier sind wir schon zum Editor, der wirklich ganz einfach zu bedienen ist. Wir können hier unser Logo einfügen, und zwar einfach mit einem Rechtsklick. Entweder über die Mediathek, da wir ein Foto haben, oder eine Verlinkung, indem wir hier den Link setzen. Gefällt uns dieses Bild nicht, können wir es ruhig löschen. Hier sind praktisch unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Oder zum Beispiel, gefällt uns diese Überschrift nicht, können wir sie einfach löschen. Ja. Wenn wir aber dann feststellen, die war aber doch relativ nützlich, können wir hier auf den Fall Undo klicken und schon haben wir sie wieder. Wenn ihr irgendwie denkt, da fehlt aber noch was, zum Beispiel hier zwischen diesen Buttons und dieser Überschrift fehlt ein Text, einfach hier aus diesem verfügbaren, vordefinierten Baustein diesen Text per Drag and Drop hier rüberholen und schon erscheint dieser Text. Gefällt euch nicht mehr, einfach wieder rauslöschen. So, eine kleine Vorschau von unserem Mailing-Newsletter. Und das ist eine ganz interessante Vorschau-Variante. Und zwar haben wir hier drei Varianten. Zunächst einmal die Desktop-Variante. So sieht praktisch unser Newsletter aus, wenn er über den Desktop aufgemacht wird. Wunderschön. Über das Tablet. Auch fantastisch. Da haben wir sogar so ein kleines Tablet als Umriss. Und was ganz wichtig und essentiell mittlerweile ist, über das Smartphone. Denn, seien wir ehrlich, jeder macht mittlerweile seine Mails oder checkt seine Mails über das Smartphone. Und hier können wir sehen, wie die Ansicht auf unserem Smartphone dann später ausschaut. So, sind wir also zufrieden mit dem, was wir hier fabriziert haben, können wir eigentlich auch schon abschicken. So, da das eine Testversion ist, kann ich natürlich nichts abschicken. Wichtig, bevor ihr es abschickt, führt auch mal diesen Spam-Test durch. Weil, ganz ehrlich, ihr habt Geld investiert, ihr habt einen schönen Newsletter gebaut und dann wäre es natürlich schade, wenn er im Spam-Ordner eurer Kunden landet. Deswegen einfach mal kurz vor dem Verschicken diesen Spam-Test durchführen und essentiell auch mal so einen Test versenden, denn die erste Variante eines Newsletter ist nie perfekt. Da wird das Bild mal nicht geöffnet, da ist ein Rechtschreibfehler drin. Alles kann sein, muss nicht sein, deswegen ruhig mal einen Test verschicken an den Vorgesetzten, einfach an sich selbst, um zu schauen, wie sieht das Teil überhaupt im Endeffekt aus. So, da wir nichts verschicken, gehen wir einfach wieder zu unserem Dashboard, bestätigen. So, und hier wird auch unser, unter den Mailings, unter den Newsletter, unser gerade noch angelegter Newsletter angezeigt. Und das war unsere kleine Exkursion durch die Funktion von Newsletter to go. Tipps, Tricks und Fragen, auch Kritik gerne in den Kommentaren schreiben. Schaut auch auf unseren YouTube-Kanal vorbei. Vielleicht findet ihr da was Schönes für euch. Das war's von mir. Einen schönen Tag euch allen. Bis zum nächsten Mal.